Das ist Chemnat, die ehemalige Kreisstadt im Norden der Oberpfalz. Hier wohnt Anton Heindl. Er hat ein besonderes Hobby. Nicht Briefmarken sammelt er. Nein, große, alte Musikinstrumente sind seine Leidenschaft. Und davon hat er etliche. Im Musikeum, einem ehemaligen Blumenladen, sind seine Raritäten zu bestaunen. Herzlich willkommen in unserem Musikeum. Herr Anton Heindl ist Museumsleiter vom Heimat- und Handfeuerwaffenmuseum Chemnat. Meine Frage: Wie kommt man zu so einem ausgefallenen Hobby mit so viel Platzbedarf? Ja, mein lieber Johann, es hat eigentlich mit ganz geringem Platzbedarf vor vielen Jahren angefangen. Da habe ich einmal ein Gerät in einem Antiquitätenladen gesehen, ein kleines Plattenspielgerät, und das habe ich mir erworben, und dann war einige Jahre eine Ruhe. Und dann habe ich mir gedacht, musste ich informieren, vor allem wie das Internet aufgekommen ist, was es da alles gibt, wo man sowas kaufen kann, weil man das nicht um die Haustür findet. Und viele der Objekte habe ich über eBay erwerben dürfen, nicht bloß europaweit, sondern auch von der ganzen Welt her. Es ist ein besonderes Vergnügen, diese Geräte sammeln zu dürfen. Ich war allerdings mit dem Platzbedarf zu Hause an meine Grenzen gestoßen. Ein großer Mäzen unseres Museums, Herr Ponnert von den Ponnert Fleischerzeugnissen, den Meistermetzgern, hat mich also unterstützt, nebst dem Bürgermeister der Stadt Chemnat, Herrn Nickel, nebst den Hauseigentümern der Familie Meister. Und die haben das möglich gemacht, dass wir für unser Museum einen Zweigbereich aufmachen mit mechanischen Musikautomaten und gleichzeitig den Raum auch als Begegnungsstätte nutzen. Und ich bin diesen Herren und Damen natürlich zu sehr großem Dank verpflichtet. Und das hat ermöglicht, da überhaupt noch Zukäufe zu machen und die auch auszustellen. Und vor allem auch interessierten Publikum vorzuführen. Dankeschön. Ja, derzeit sind im Musikeum etwa 30 Geräte, die also auch immer wieder ausgetauscht und aktuell gehalten werden, um einen Überblick über die mechanische Musikinstrumentenindustrie zu geben, ungefähr ab Jahr 1870. Hier haben wir die Kleingeräte und hierüber haben wir dann die Großgeräte in einer interessanten Auswahl. Ja, da haben wir eine Musikdose Volkszeleste, das heißt also Engelszungen. Das gute Stück ist 1872 in Genf in der Schweiz gebaut worden. Es hat 64 Stahltonzungen und 14 Harmoniumzungen. Und es ist ein recht ausgefallenes Instrument. Mit diesen Harmoniumzungen ist es so, dass die durch einen Blasbalg drinnen angetrieben werden. Es hat durchwegs christliche Lieder. Jetzt hören wir dann, was hören wir denn? Großer Gott, wir loben dich. Die Objekte stehen also durchwegs auch auf historischen Tischen, wie hier ein Tisch gefertigt aus der Körnertanne. Das ist einer von drei Tischen, die aus der Tanne gefertigt wurden, welche vor dem Sterbeort in Rosinow von Theodor Körner, den deutschen Freiheitskämpfer in den napoleonischen Kriegen, stand. Ist ein historisches Objekt, es ist verbürgt und es steht also auch drauf. Ja, das sind also die kleinsten Kleingeräte. Irgendwann hat alles angefangen, das war also auch mit den Spieluhren so.
Wir haben eine kleine Spieluhr für Kinder. Oder zum Beispiel auch eine Anbieterschale aus Italien. Es war in den Erfindungsreichtum, wo man die Sachen einbaut, keine Grenze gesetzt. Auch in den Fotoalben. Es hat einen besonders schönen Klang. Eine Ableitung der Spieluhren sind also die Sachen, die mehr ins Automatische gehen. Hier haben wir auch ein paar Exemplare zu bieten, wie hier zum Beispiel diese Schmuckschatulle aus Frankreich. Durch Betätigen der Tastatur setzt sich eine Spieluhr in Bewegung und öffnen sich dann die Türchen. Ein ganz lustiges Teil ist diese Zigarettenspenderdose. Wenn man nicht schnell genug ist, nimmt der Hund die Zigarette wieder mit. Ein weiterer Automat ist diese Puppe hier, die wo rein mechanisch durch ein Federaufzugwerk betrieben wird, das Spielwerk sowohl als auch die Bewegungsabläufe von Händen und Kopf. Ja, da sind wir beim kleinsten Stück, das wir haben. Das ist also ein Feuerzeug, auch mit eingebauter Spieluhr. Ganz besonders nett anzuschauen ist diese Singvogelmusikdose, die also auch rein mechanisch betrieben wird. Hier sieht man das Werk, da ist auch ein Blasebalg drin, der wo die beiden Vögel abwechselnd zum Pfeifen bringt. Hören wir es sich mal an. Hier darf ich ein Gerät zeigen, das mittels einer genadelten Holzwalze als Tonträger betrieben wird. Mit der Kurbel betätige ich einen Blasbalg und die Weisen, die rauskommen, sind also auch recht anwendbar. Das wird um 1870-80 entstanden sein. Zeigen. Das ist das erste Gerät mit Endlosbändern. Das wurde von der Firma Pietschmann und Söhne in Berlin gebaut ab 1887. Es hat auch 24 Notenstufen und gehört zum Bereich der Organetten. Thank you.
Damit man die Funktion besser versteht, wurden die verschiedenen Teile mit Namenaufkleber versehen. Dies ist ein Manöver mit 24 Tonstufen. Es wurde speziell als Anschauungsmodell mit Plexiglasabdeckungen versehen. Den Notenstreifen habe ich in Astronom gelocht, damit man auch die Arbeit der Abtasthebel gut beobachten kann. Geräte in der Entwicklung waren diese Metallplattenspürgeräte. Hier sehen wir ein Polyphon. Diese Metallplattenspürgeräte waren 1900 so beliebt, dass sogar unser Kaiser Wilhelm II. Selbst komponiert hat, wie hier Sang on Aegir, SM seiner Majestät deutscher Kaiser Wilhelm II. Kurz zur Funktion des Gerätes. Die Platten sind maschinell hergestellt, sehr günstig hergestellt, das sind also meist Zinkplatten, sind gestanzt und beim Drehen bewegt sich eine Kurbelwelle, bewegt dieses Rad und dann die Zungen, wenn dann dieses Sternrad erreichen, dann gibt es einen Ton. Das ist also eine ganz einfache Funktionsweise. Hören wir uns das einmal an, was unser Wilhelm II. Komponiert hat. Das kleines Lochplattenmusikwerk zeigen, hergestellt von den Ankerwerken in Rudolstadt in Thüringen. Die Ankerwerke waren bekannt durch diese Ankersteinbaukästen, wobei dieser Herr Richter aus Thüringen ja schon eine ominöse Art gehabt hat am Anfang seiner Geschäftslaufbahn. Er hat also Briefe rausgebracht, die man erwerben konnte, wo drin steht, wie man reich wird. Und da war lediglich ein gedruckter Zettel drin, machen Sie so wie ich. Und später ist er dann ein bisschen anständiger geworden, wenn man so sagen darf, und hat also diese Plattenwerke und diese Anker-Steinbaukäste entwickelt, die in die ganze Welt vertrieben worden sind. Das ist ein Kindergerät, hat also auch einen entsprechenden Gurt drum, weil ein Kind das tragen kann. Hören wir es uns einmal an. Freut euch des Lebens. Ich darf Ihnen jetzt ein Gaststättengerät zeigen. Einwurf 5 Pfennig steht hier dran. Es hat schon ziemlich große Platten. Hier ist dann der Beförderungsmechanismus nach außen gelegt worden, um wegen der Größe und der Kraft, die benötigt wird, die Platte auch anzutreiben. Desto größer die Platten, desto mehr Töne sind vorhanden. Thank you.
wie hier ein Gerät mit 8 abschaltbaren Glocken. Das ist ein Symphonium. Es hat im Jahr 1907 112 Goldmark gekostet, also schon eine kleine Investition. Hören wir uns den Balzerinnenwalzer an. Die heißen also Organetten, weil es orgelähnliche Töne haben, mit Blasbälgen angetrieben werden, Ventile innen haben, die also durch diese Löcher dann bewegen, dass Tonzungen dann entsprechend öffnen und die Töne machen. Hier haben wir eine Ariosa-Zungendrehorgel mit 18 Tonstufen, doppelchörig, von den Musikwerken Phoenix in Leipzig, ab 1891 gebaut. Sehr fremd, anmutende Namen wie Polyphon, Ariosa, Ariston, Manopan, Orphenion, Herophon, um ein paar zu benennen. Wir hören jetzt eine sehr klangstarke Ariston mit 24 Tonstufen. Ich bringe jetzt die Lorelei zu Gehör. Ich darf nun eine Mignum präsentieren. Das Gerät hat 22 Tonstufen, ist von der Firma Hölbig & Co. in Berlin oder Leipzig gebaut um 1900. Es ist das erste Gerät mit Lochbandrollen, das es je gegeben hat. Und alle Drehorgeln haben ihren Mechanismus mehr oder weniger von dieser Mignum abgeleitet. Wir hören nun die Holzhackerbrüll. Thank you.
dann bei den Einstiegsgeräten der pneumatischen Musikindustrie. Wir haben hier einen sogenannten Vorsetzer. Der heißt so, weil er vor ein Klavier geschoben wurde. Hier von einem amerikanischen Hersteller, der Aeolian Company. Diese Fingertasten, die werden also mehr oder weniger über die Klaviertasten geschoben. Unten ist dann ausklappbar eine Pedaltastatur, eine Fußtastatur, wie bei einer Nähmaschine. Man pumpt hier Luft rein, es entsteht Unterdruck. Durch die Öffnung der Papierrolle werden dann auch Ventile betätigt, wo diese Hämmer betätigen und dann auf die Klaviertasten einhauen. Weitere Entwicklung dieser pneumatischen Musikinstrumente waren also diese Vorsetzereigenschaften mehr oder weniger im Klavier schon eingebaut. Diese Klaviere nennt man Pianolas. Man kann sie sowohl richtig von Hand spielen, aber auch mechanisch bedienen. Steuern kann man die Geschwindigkeit, Vor- und Rücklauf, die Betonung und die Expression. Hören wir uns mal was an. Gerät. Das hat also den Vorteil, dass man es 1,5 Oktaven tiefer oder höher stellen kann, wenn Begleitinstrumente dabei sind, dass sich das tonlich anpasst. Das habe ich also noch in keinem deutschen Gerät gesehen. Ich darf nun ein Pianola erklären. Wir haben hier haben wir den Notentransport. Dann haben wir eine Art Kurbelwelle, wo ich durch den Pedalmechanismus in Bewegung setze. Da wird Unterdruck entsteht dann. Und als dann über den Notengleitblock geht dann die Rolle drüber, wird dann durch den Notentransport transportiert. Und ich binde in die Aufnahmewalze hier unten die Rolle ein. Ich habe jetzt hier eine Rolle für den südamerikanischen Raum. Das ist sehr viel dickeres Papier wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Und es ist ein kreolischer Walzer drauf. Eine Aeolian-Grand zeigen. Das ist für 58er Notenrollen ja, mehr oder weniger ein Harmonium. Man kann es also auch mit der Hand spielen und mechanisch, muss ich aber den mechanischen Teil noch instand setzen. Hier sehen wir Papst Leo den 13. bei einer Audienz, in seinem Audienzsaal mit einer eben solchen Type Aeolian-Grand
in Rom am 10. Juni 1895. Ist also nicht ein gerade häufiges Gerät. Nun darf ich unser Glanzstück zeigen. Das ist ein Klavierorchestrion in einer Auflage von 500 Stück gebaut mit 8 Instrumenten, die alle mechanisch, allerdings schon elektrisch angetrieben werden. Das ist ein Modell aus der früheren DDR, Marke Eigenbau aus den 70er Jahren. Zeigen. Es waren sehr interessante Relikte im ausgehenden 19. Jahrhundert. Dieses Gerät hat einen Kunstdruck, allerdings nur kein echtes Ölgemälde, und es hat auch ein Aufzugwerk, und dazu kann man noch ein Musikwerk dazu schauen. Als nächstes darf ich Ihnen ein Straßenwalzenklavier zeigen. Es wurde von Ernest Demasco in Brüssel gebaut, gefertigt zwischen 1913 und 1925. Es hat 55 Klaviers mit Schlag auf Holzblock, Glöckchen, zwei Schellenstränge und zwei Becken. Hier sieht man auf dem Bild, wie sowas aussieht. Es ist also quasi auf einem Karren durch die Stadt geschoben worden. Die Leute haben musiziert damit und haben sich dann einen Obolus erhofft. Es ist sehr robust, natürlich auch sehr gewöhnungsbedürftig von den Klängen. Mhm.
Ich darf Ihnen nun unser jüngstes Gerät zeigen. Das ist ein Melodikon mit 11 Klanghämmern. Das wurde zwischen 1972 und 1986 in der mechanischen Werkstatt in Erdmannsdorf durch den Inhaber Kurt Klaus mit ca. 4000 Exemplaren produziert zu einem Preis von ca. 120 DDR-Mark. Es gibt da zwei Weisen zum Spülen. Für den Sommer umstellbar soll ein Knabe ein Röslein stehen und für den Winter Stille Nacht, Heilige Nacht. An einigen Geräten ist allerdings statt Stille Nacht, Heilige Nacht das Lied O Tannenbaum zu hören. Diese Variante wurde auf Anweisung der sozialistischen Staatsführung produziert, da Stille Nacht, Heilige Nacht einfach zu christlich war. So wurde auch nicht Engel gesagt, sondern Jahresendflügelfigur. Hören wir uns mal an, wie schön die spielt. Die nächste Stufe der Entwicklung waren dann die Phonographen. Jetzt hören wir sich einfach sowas einmal im Original an. Hier ist unser Barockschrank mit den Notenrollen und Tonträgern, die wir brauchen für diese Geräte hier, dass wir nicht immer das Gleiche spielen müssen. Ich möchte mich bedanken fürs Anschauen unseres Films und lade Sie gerne natürlich ein, diese Sachen selber anzusehen. Wir machen also Gruppenführungen ab 10 Personen nach Vereinbarung. Und alle 8 Wochen, das ist der Presse zu entnehmen, ist unser Musikarium bei freier Spende
bei Kaffee und Kuchen an Sonntagen zwischen 14 und 16 Uhr geöffnet. Ich bitte, die Termine der Presse zu entnehmen, sind aber normalerweise immer an den Kennarter Markttagen. Vielen Dank für Ihren Besuch.